Ja, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge vom Le Camping Car, den Wohnmobil von Hachette, heute mit Ausgabe 90. Und es sieht so aus, als wenn wir an der Hinterachse weiter montieren dürfen. Da würde ich sagen, gucken wir mal ins Heft und vor allem auf die Teile, was dabei ist und was wir machen dürfen. Also, auf geht's! So, dann öffnen wir mal, dann holen wir mal die Teile raus. Ihr seht, das ist heute ein länglicher Beutel mit überwiegend Kunststoffteilen. Es hört sich an, als wenn irgendwo was Metallisches dabei ist. Wir überprüfen es gleich mal, was davon Metall ist und was davon Kunststoff ist. Aber es sieht so aus, als wenn wir die Hinterachse erstens komplettieren und zweitens installieren, inklusive Dämpfer. Es sieht so aus, als hätten ja die Bremstrommel noch mit dabei und diverse Schläuche. Oha! Und wir dürfen sogar vorne am Fahrerhaus was montieren. Ah ja, Bremssättel und Bremsscheiben. Also ihr seht, das sind heute jede Menge Bauseiten zu bauen. Oha, oha! Puh, das wird spannend. Erstmal holen wir die Teile raus. Dann holen wir uns entsprechend das her, was wir brauchen. Das könnte heute also etwas länger gehen. Holt euch einen Tee oder eine warme Milch mit Honig. Und dann gucken wir mal. Oha. Oha. Junge, 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 Junge. Also wir haben hier erstmal drei Schläuche. Das hier ist Kunststoffhülse. Das hört sich metallisch an. Ja. Das ist Metall. Dann haben wir hier VM-Schrauben, habe ich auch noch nie gehabt. QM-Schrauben, wir haben hier eine Halterung. Hier Kunststoff. Hier ist ein Metallteil. Oh Gott, Schrauben haben wir viele. Hier sind nochmal zwei kleinere Federn mit dabei. CM-Schrauben, SM-Schrauben, GP-Schrauben. Junge, eine Handvoll Schrauben und zwar alles verschieden. Wahnsinn, was hier abgeht heute. Wahnsinn. Anfangen tun wir mit den beiden Hülsen und diese Teile, die sollen nämlich hier verschraubt werden. Ich muss bloß schauen, ob es hier einen oben und unten gibt, ob es eine Richtungsangabe hier gibt, aber das sieht mir ziemlich identisch aus. Es scheint egal zu sein, wie rum wir das Ganze verschrauben. Wir brauchen allerdings zwei SM-Schrauben, um diese Halterungen jeweils zu befestigen an die Dämpferhülsen. Na gut. Ich glaube, es spielt auch keine Rolle, von wo aus wir die Schrauben da reindrehen, weil die sich, nehme ich mal an, auf beiden Seiten, das sind ja wie selbstschneidende Schrauben, also gewindeschneidende Schrauben. Und die schneiden sich, denke ich mal, durch beide Seiten. Oder schneiden sich beidseitig durchs Metall. Ich muss bloß das Kunststoffloch treffen, das ist eigentlich die größte Schwierigkeit. Aber hat geklappt. Dann weiter geht's. Wie gesagt, holt euch einen Tee oder eine heiße Milch. Es könnte heute länger dauern. Das sind viele, viele Seiten zum Bauen. Und viele, viele Bauschritte, weil wir haben ja auch viele, viele Schrauben. So, das erste ist befestigt. Ich werde nur die Schraube wieder ein bisschen lösen, ein ganz kleines bisschen, dass hier ein bisschen mehr Spiel ist. Gleiches machen wir jetzt natürlich mit den anderen beiden. Dann dürfen wir die beiden Hülsen auch schon am Fahrgestell befestigen. Und wir brauchen auch die ganzen Teile, die wir die letzten Male schon gesammelt haben vom Fahrgestell. Also von der Hinterradachse. Plus das Fahrgestell selber. Jojo, viel zu tun. Gut, erstmal die Schraube ohne diese Kunststoffhülse. Damit wir dann gleich... Ja. So.
kann ja derweil, weil ich muss ja zum Schrauben nicht unbedingt gucken, kann ich aber schon mal gucken, QM-Schrauben. Mit QM-Schrauben wird das Ganze dann am Fahrgestell befestigt und dann kommen diese beiden Halterungen, die dann ebenfalls am Fahrgestell befestigt werden. Dann kommen unsere Federn und dann müssen wir das Ganze, also die ganze Hinterachse, auf die, aufs Fahrgestell raufsetzen. Das wird spannend. Oha. Gut. Wie weit guckt denn die andere Schraube hier raus? Ah, gut. So viel geht da nicht. Was hatte ich gesagt? Mit QM-Schrauben wird das Ganze befestigt. Und die beiden Federn mal ganz kurz weg. Dann holen wir uns das Fahrgestell. Hat inzwischen schon Staub angesetzt hat. Und jetzt muss ich natürlich gucken, wie rum das gehört. Also wir legen das mal anders drum. Ja, da könnt ihr euch mal für eine Seite entscheiden. Und genau, und dann wird das Ganze nach innen so quasi gedrückt und befestigt. In welche Richtung zeigen die Schrauben? Jeweils nach innen. Ob das jetzt relevant ist, weiß ich nicht. Aber wir machen das mal so. Nehmen uns dann die beiden, wo hatte ich den Licht hier? QM-Schrauben. Hammer, Hammer, Hammer. Und dann geht sie los, die wilde Party. Also ob die jetzt greift, kann ich gar nicht sagen. Für mich sieht es so aus, als wenn die sich hier die ganze Zeit nur dreht und sich gar nicht richtig reinfrisst ins Metall. Also, oh Gott, ich schwitzige Fingerchen. Also fester bekomme ich es nicht. Die Schraube sitzt anscheinend sehr fest, aber es ist noch Spiel in der Nummer. Also, das verstehe ich nicht. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist tatsächlich ausnahmsweise mal einen alternativen Schraubendreher zu benutzen, anstatt dem mitgelieferten, in der Hoffnung, dass ich das Ganze noch ein bisschen fester bekomme. Allerdings kann es natürlich auch passieren, das wissen wir ja, dass uns der Schraubkopf abbricht beim Versuch, das Ganze noch fester zu schrauben. Und das möchte ich natürlich eigentlich auch vermeiden. Das Ding ist, dass die Schraube sich hier, also die zweite jetzt, gar nicht gerade rein frisst, sondern eher schief. Aber sie müsste eigentlich unten rausgucken, denn hier ist ja, ja, wie gesagt, ich hole mal einen anderen Schraubendreher, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, jetzt habe ich einen anderen Schraubendreher, da gucke ich mal, gucken vorsichtig, ob wir da noch was machen können. Und selbst der überdreht. Also rutscht drüber, aber ich krieg's tatsächlich noch fester mit dem. Gut, jetzt muss ich leider mogeln mit einem Fremdwerkzeug. Aber anders und selbst damit ist es gar nicht so leicht. Ja, jetzt haben wir es fest. Also selbst mit dem alternativen Werkzeug, mit dem ich jetzt bei war, war es nicht so viel einfacher. So, jetzt gucken wir mal. Im nächsten Schritt brauchen wir nämlich diese beiden Teile. Und die sind schon mit L und R gekennzeichnet. Wir dürfen das Ganze, muss ich natürlich gucken. Jetzt drehen wir es einmal in die Richtung. So, das ist das eine. Dann drehen wir es auch. Mal gucken. So.
Also gucken, einen der beiden brauchen wir jetzt. Und jetzt muss ich aufpassen, welchen wir hier hinsetzen müssen. Und das sieht so aus, als wenn wir den hier reinsetzen. Das ist halt die Frage. Moment, Moment. Soll der so schräg sein? Ich kann es mir ehrlich gar nicht vorstellen. Ich glaube, der soll hier wie so drunter geschoben werden. Genau, dann passt das auch. Ach, wie jetzt? Das war's schon. Einfach nur reinstecken. Okay. Naja, das kriegen wir hin. Das ist ja nun kein Akt. Interessant wird es natürlich jetzt, denn jetzt sollen die beiden großen Federn hier reingestellt werden. So. Dann soll die Achse darauf gesteckt werden. Müssen wir natürlich gucken, wie rum. Das ist natürlich auch eine Nummer, Alter. Beim Zusammenschrauben war in beiden Anleitungen jeweils zu erkennen, dass die Dinger hier nach oben gezeigt haben. Jetzt sollen sie nach unten. Man hätte sie auch gleich so machen können. Oh, 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 oh. Aha. Gut. Der dahin, der dahin. Erstmal nur raufgesetzt. Und dann geht es gleich ans Verschrauben, nehme ich an. Oder ist hier schon irgendwo was zu sehen? Nee. Da ist noch nichts zu sehen mit Schrauben. Wo müssen wir denn anfangen? Mit QM-Schrauben müssen wir diese Seite zuerst befestigen. Mit QM-Schrauben. Das waren die hier. Okay. Ist natürlich jetzt wieder ein bisschen knifflig, weil wir etwas jetzt von innen schrauben müssen. Und das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger. Und wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt beim Festschrauben nicht wieder hier irgendwas runterreißen. Also ob die jetzt fest ist, weiß ich nicht. Zumindest ist sie angesetzt. Das ist auch merkwürdig. Das ist ja an und für sich, ist das ja eine Metallschraube. Ist ja QM. So. Ich muss das mal ein bisschen drehen hier, damit ich, hoppala, entschuldigt, ein bisschen besser schrauben kann. Und dann gucken wir mal. Inwieweit das funktioniert oder eben auch nicht. Weil gerade eben hier, also die Schraube hat sich ja noch gedreht beim Drehen, aber sie ging anscheinend nicht weiter rein. Ich weiß nicht, ob das so soll. Und auch hier, es tut mir leid, muss ich wieder auf fremdes Werkzeug zurückgreifen, weil ich einfach keinen Griff mit dem originalen Schraubendrehern bekomme oder keinen richtigen Grip. Und dann dauert das ewig, ehe ich hier eine Schraube drin gedreht habe. Weil man hier ja so schwer oder wenn man hier so gut wie keinen Platz hat, macht sich das alles ein bisschen schwieriger. Jetzt muss ich es einmal umdrehen. Genau. Und dann kann ich nämlich hier besser drücken beim Drehen. Naja, gut. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Jetzt kommen die anderen beiden Teile jeweils von außen dran. Oha, oben mit HP, unten mit VM. Dann mache ich erstmal die oberen beiden Schrauben. Ich denke, das ist einfacher. Und dann die unteren beiden. Sehr schön.
Ja, das, also wenn das so weitergeht, dann könnte das heute sogar noch ein Erlebnis werden. Naja. Wir wollen hier nicht voreilig und vorschnell Schlüsse ziehen. Aber wenn es eh schon so lang dauert, sich heute zieht, weil wir so viel auf einmal machen dürfen, dann wollen wir natürlich auch ein bisschen Freude daran haben. Ja, gut, 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 gut. Ich muss das Ganze hoppala. Aha, ich habe es ein wenig zu gut gemeint und das Ganze ein wenig zu fest gemacht. Oha, okay, okay, verstehe. Das heißt, jetzt. Das hätte ich vielleicht hier auch tun sollen. Aber das kann man ja noch tun, denn der untere Teil wird hier einfach nur, ja, wie, naja, eingehakt nicht, aber das ist, naja, schwer zu erklären. Jedenfalls sind mir die Federn hier wieder rausgehuscht. Dann klemmen wir die wieder rein. Gut. Das haben wir. Achso, jetzt müssen wir noch die anderen beiden Schrauben befestigen. Das waren VM-Schrauben unten, ne? Richtig? Wo bin ich denn? Ich muss aber gucken, wo ich bin. Ach da, ja, tatsächlich. VM. Zwei Stück. Ja, so arbeiten wir uns durch die Teile bzw. durch die Schrauben. Ich hoffe, euer Tee ist schon durchgezogen. Ich wollte euch nur daran erinnern, dass wenn ihr euch jetzt einen Tee aufgesetzt habt, der müsste jetzt durchgezogen sein. So bin ich. Dann ist auch wieder nicht einfach. Oha, da werde ich gleich mit einem alternativen Werkzeug beigehen, bevor ich mich hier wieder ein quäle, so rum. Denn ja, die Schraube ist sehr lang und mit dem mitgelieferten Werkzeug, ja, hat man nicht so einen guten Griff und beziehungsweise ist das halt schon sehr anstrengend und dann zieht sich das wie Kaugummi, nur um eine Schraube hier rein zu bekommen. Deswegen dachte ich mir, jetzt nimmst du mal das alternative Werkzeug. Zumindest für diese zwei Schrauben, bevor sich das hier unnötig in die Länge zieht, weil es so lange dauert, ehe die Schraube drin ist. Das muss ja nicht sein. So, andere Seite genau das gleiche. Schraube fix reingedreht. Das geht mit dem alternativen Werkzeug natürlich um ein Vielfaches besser. Ich wollte aber grundsätzlich einfach demonstrieren, dass es auch mit dem mitgelieferten Werkzeug geht. Das geht sicherlich. Davon bin ich schwer überzeugt. Es ist aber sehr anstrengend. So, jetzt können wir die hinteren beiden Halterungen festschrauben. Das ziehen wir hin. Auch dafür nehme ich das alternative Werkzeug. Jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, dass mir hier nichts rausspringt. Genau. Ne? Gerade noch erwähnt. Und schon passiert's. Ja, das sieht gut aus. Huch! Ja. Rutscht der Bit raus. Jo, die Seite ist fest. Jetzt machen wir das gleiche mit der anderen Seite. Jupp, gut. Dann können wir jetzt ansetzen. Schrauben. Seht ihr noch was? Ach na gut, drehe ich mal ein bisschen für euch, damit ihr was sehen könnt. Also jetzt werden die anderen Enden der Blattfedern hier ans Fahrgestell verschraubt. Und damit ist die Hinterachse im Grunde genommen schon so gut wie montiert. Wir gucken mal, wir checken mal, ob das auch wirklich federt. Und ja, was man hier sehen könnt, es federt. Im nächsten Schritt können wir dann die Dämpfer einbauen. Das wird natürlich auch interessant. Mit welchen Schrauben? Das ist erstmal noch
Darum geht es erstmal noch gar nicht. Also die Schrauben sind erstmal noch irrelevant. Wichtig ist, dass jetzt die Stange mit Feder in den Dämpfer geführt wird. Also in die Hülse vom Dämpfer. Und dann, schätze ich, müssen wir einmal fröhlich umblättern, wird das Ganze mit SM-Schrauben an der Achse befestigt. Von innen oder von außen? Von außen, gut. Da das auch wieder so eine schöne lange Schraube ist, also nehmt es mir nicht übel. Also wenn das eh schon so lange dauert heute, dann nehme ich auch heute ausnahmsweise auch alternatives Werkzeug, vielleicht auch künftig, weil mich das mit den kleinen Dingern im Grunde genommen unnötig frustriert. Seht ihr das? Hier muss ich das genau den Dämpfer festschrauben. Und da das ja eine SM-Schraube ist, frisst sie sich auch von außen schon durch das Löchlein. Aber dafür muss er erstmal treffen. Junge, das ist aber auch eine knappe Sache. Also gerade kriegst du die Schraube hier nicht rein, weil hier die Aufnahme der Feder so ein bisschen im Weg ist. Also ich rate euch tatsächlich, alternatives Werkzeug für solche Modelle bereitzulegen. Denn gerade an solchen Stellen ist es echt schwierig mit dem originalen Werkzeug, einfach weil die schwer zu greifen sind. Also die Schraubendreher. Ja, damit geht das dann halt wirklich frustfreier, sage ich mal. Schönes Wort. Man hätte es auch von innen schrauben können. Ich glaube, das wäre frustfreierer gewesen. Warum die jetzt von außen rein sollen, weiß ich nicht. Weil damit quälen die sich ja mehr oder weniger an diesen Dämpfern vorbei. Also nicht Dämpfern, an diesen Federn. Ach ja, wir haben ja hier noch diese Gummis. Wofür die sind, habe ich auch noch nicht raus. Hoppala. Vielleicht erinnert ihr euch noch dunkel an den Livestream, wo wir hier, ich glaube, 5 Ausgaben mit einem Schlag verbaut haben. Da haben wir ja angefangen mit der Hinterachse und da haben wir hier wie so Gummiringe auf die Hinterachse raufgeschoben, die bis jetzt aber noch keine Funktion haben. Aber ich sehe gerade im nächsten Schritt, da kommen gleich die Schläuche durch, die Bremsschläuche. Naja, wichtig ist erstmal, dass wir die beiden Schrauben anständig in die Halterung befestigt bekommen, um die Dämpfer zu fixieren. Und auch so, dass es noch funktioniert am Ende. Hervorragend. Das ist doch ein Träumchen. Jetzt muss ich natürlich gucken. Okay, das heißt, da soll jeweils das kurze Stückchen durch. Das heißt, jetzt brauchen wir die beiden Schläuche. Und dafür sind anscheinend diese Gummiringe, sehe ich gerade. Okay, es soll außen dran vorbei. Und wir sollen es gleich hier dran stecken. Gut, das bekommen wir hin. Ebenso. Hervorragend, gut. Das war es dann auch schon. Jetzt haben wir noch ein langes Stück Schlauch. Wo soll das hin? Ah, okay. Das lange Stück Schlauch soll hier unten, kann ich euch zeigen, genau, hier unten rangesteckt werden. So, das war einfach. Ich bin auch froh, dass das noch nicht abgebrochen ist. das ist ja immer die Gefahr. Und dann soll es hier rangesteckt werden. Es tut mir leid, dass meine Hand gerade im Weg ist, aber irgendwie muss ich ja auch sehen, was ich tue. Gut, also ob das jetzt langfristig hält, das wage ich zu bezweifeln. Da denke ich, ach so, jetzt muss ich gucken, ob das überhaupt das richtige Loch war. Aber so wie ich das sehe, soll das gar nicht da unten rein, sondern hier. Das macht es nicht besser, es hält genauso schlecht. Das ist ein Tropfen Sekundenkleber, wäre da sicherlich eine Alternative. Denn einmal rangekommen,
geht es natürlich wieder ab und es kommt dann auch immer darauf an, wie groß die Aufnahme ist. In dem Fall hier unten ist es etwas kleiner, das heißt aber entsprechend schwieriger. Jetzt dürfen wir mit CM-Schrauben die Dinger hier festschrauben. Wir müssen natürlich gucken, dass wir die richtig rum ranbekommen. Okay, man kann sie nicht falsch rum ranschrauben. Gibt es hier ein R und ein M? Nö. Das Einzige, was wir jetzt noch wissen müssen, ist, weil ich nehme an, dass da auch die Aufnahme der weil hier sind auch so kleine Nupsis dran und ich schätze mal, dass da natürlich auch entsprechend die Bremsschläuche rein sollen. Genau. Und das macht natürlich Sinn, wenn die Teile nach vorne zeigen. Also so rum und so rum. Dann wird das Ganze festgeschraubt. Ich nehme wieder meinen professionellen Schraubendreher. Also war jetzt auch kein hochwertiger. Also es ist zumindest kein Wirt oder sonst irgendwas. Aber er hat zumindest mehr Griff dadurch, dass die Flächen gummiert sind. Also ich setze erstmal nur an, damit ich beide Schrauben erstmal nur reinbekomme, bevor ich das richtig festziehe. Eins, zwei, drei, hepp. Andere Seite genau das gleiche. Zwei, drei, hepp. Jetzt ist es fest. Dann drehen wir es um, vorsichtig, und schrauben die andere Seite dran. Uiuiui, wäre das nicht einfacher, die Bremsschläuche jetzt schon dran zu machen? Zumindest ist es später schwieriger, da ja die Blattfeder exakt dahinter sitzt und mehr oder weniger auch im Weg ist. Naja, egal, dann nimmt man halt so eine Pinzette. Sollte man ja im Haus haben. So, wenn wir das haben, kommen die Kunststoffhülsen drauf, also die Hobbeln sozusagen. Ich bin gespannt. Wo haben wir sie denn? Hier. Es ist da egal, glaube ich, ne? Auf welche Seite und wie rum, das scheint hier keine Rolle zu spielen. Wichtig ist nur, dass es die richtigen Schrauben sind. Und wir haben da auch nur noch eine Sorte übrig, und zwar sind das GP-Schrauben. Das heißt, die zwei Kunststoffteile, die Trommeln im Endeffekt von den Trommelbremsen, werden jetzt noch hier dran befestigt. Okay. Und damit wir uns hier nicht quälen, brauchen auch dafür wieder den alternativen Schraubendreher. Also es tut mir leid, dass ich jetzt gegen Ende hin den Schraubendreher wechsle, aber es macht sich einfach einfacher. Es war auch nicht magnetisch, aber zumindest kann ich damit einfach besser drehen, weil er einfach einen besseren Grip hat. Bezichtigt mich ruhig des Verrats. So, wir sind schon bei 30 Minuten, eine halbe Stunde. Nur für so ein bisschen, also ein bisschen Pillefitz, das ist schon ganz schön viel, was wir hier machen. Also im Endeffekt ist das hier sozusagen die Endmontage der Hinterradachse. Inklusive Blattfedern, Trommelbremsen etc. pp. Also das ist schon eine ganze Menge. Das ist nicht mal eben hier zwei, drei Teile ran gebaut. Ach, so inklusive auch der Dämpfer und so weiter. Also es ist schon eine ganze Menge, was wir heute machen dürfen. Das zieht sich dann dementsprechend auch. Deswegen habe ich ja gesagt, holt euch einen Tee. Aber ihr solltet dann auch so langsam zum Ende kommen, denn ich tue es auch, also mit eurem Tee. Denn, ja, es wird wahrscheinlich auch nur noch einmal umgeblättert, dann dürfen wir das Fahrgestell inklusive der Achse mal wahrscheinlich zur Seite legen, denn, soweit wie ich das jetzt beurteilen kann und vorhin richtig gesehen habe, genau werden diese beiden
Achso, diese beiden Kunststoffteile, die wir jetzt noch haben, werden einfach nur raufgesteckt. Und zwar an das Fahrerhaus vorne. Wird einfach bloß raufgesteckt. Also noch nicht mal verschraubt, sondern einfach nur gesteckt. Ach Gott, das Ding ist so schwer. Und ihr seht wahrscheinlich, es ist auch staubig. Sehr staubig. Ist ja logisch. Es lag die ganze Zeit auch nur rum. Jetzt mal vorsichtig sein. Und hier nichts verbiegen oder verbrechen. Verbrechen ist auch gut. Wie rum, weiß ich gar nicht. Also es wird, soweit ich das jetzt verstehe, hier genau in den Bremssattel rein. Ach so, das war's schon. Seht ihr das? Ja gut, schwarz auf schwarz. Ist schwierig. Problem ist, wenn ich es jetzt zur anderen Seite hin kippe, fällt es mir wieder ab, weil es wird ja nicht verschraubt. Also ich stecke die andere Seite jetzt mal ohne euch drauf, ohne dass ihr es seht. Da müsst ihr mir einfach mal vertrauen. Und dann stelle ich das auch schon wieder direkt zur Seite, bevor es mir nämlich abfällt und ich es verliere. So, gut. Das war's. Ja, da sind wir nach einer guten halben Stunde Schrauben durch mit der Ausgabe 90. Also ihr seht, manche Ausgaben, da geht es relativ flott, weil nicht viel zu tun ist. Und ja, in dieser Folge gab es dann mal wieder ein bisschen mehr zu tun. Ja, dann haben wir die Hinterradachse jetzt endlich befestigt am Fahrgestell und weniger lose Teile rumzulegen. Und ja, dann sind wir am Ende mit Ausgabe 90. Ich freue mich schon auf die 91, bin gespannt, was wir tun dürfen. Und dann verabschiede ich mich, bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao!